Ich sage nur, dass die Geburt meines Kindes mich vor unlösbare Probleme gestellt hat, weil, also jeder sagt ja, wenn er ein Kind bekommt, Entschuldige, es ist so ein elementares Erlebnis. Mhm. Und bei mir, ich habe das Gefühl, ich komme mir vor, bitte mich jetzt nicht für hoffärtig zu halten, aber ich komme mir vor, wie, wenn es ihn denn gäbe, Gott, ja, dem der Urknall gelungen ist. Und ich stelle mir vor, Gott, als der Urknall gelungen ist, hat er schon gesagt, leckfett. Ja. Leckfett. Und so geht es mir auch. Leckfett. Ich bin vollkommen weg, dass dieses Ding, woran ich angeblich 50% Anteil habe, also die Mutter muss 100% Anteil haben am Gelingen. Ich war nur am Herstellen beteiligt. Aber dass also dort bist du sicher. Aber okay. Schon, das merke ich schon. Ich merke schon Eigenschaften, die heißen Herrschsucht, Jätern und Lachsucht. Ah, schön. Und ich stelle echt davor und denke mir, also ich glaube, dass die Geburt eines Kindes zur Abschaffung von Gott beiträgt, weil jeder Vater zumindest, der so ist wie ich, glaubt dann ein Stück weit Gott zu sein. Das heißt, je mehr Kinder, desto mehr Atheismus. Und du hast es nach deinem Abbild geschaffen. Das ist ja das. Ich habe ja ein Wesen nach meinem Ebenbild erschaffen, verstehst ja, du? Ja, ja. So wie der Gott. Ah ja, Berggespräche, wenn Sie uns öfter sehen wollen, einfach abonnieren. Ist ganz einfach. Wir freuen uns.